Kunstler und werde Künstlerin. Ich? Eine Künstlerin? Künstlerin. Künstlerin. Darf ich mal aufstehen, Madame Blossom? Mein Hintern schläft ein. Ihr wisst doch, Junker Bubbles, ihr könnt euch frei bewegen. Ich male nicht euch, sondern den Stuhl. Oh. Und fertig. Das ist wirklich das schönste Bild eines Stuhls, das ich jemals gesehen habe. Wenn ich es bewerten müsste, würde ich ihm fürwahr die allerhöchste Auszeichnung geben. Eine Eins vielleicht. Ich möchte es in meinem schicken Landsitz aufhängen. Und ich will es in meinem schicken Schloss aufhängen. Mal sehen, was kriegen wir für das Stuhlgemälde? Das Startgebot liegt bei 2 Pence. 2 Pence! Ich hätte lieber Malerin werden sollen, anstatt im Familienunternehmen zu bleiben, das mit Mistgabeln, Fackeln und Kaugummispucknäpfen handelt. Euer Gemälde ist echt der Hit. Danke, Bubbles. Künstlerin zu sein ist wirklich etwas Wunderbares. Also mir gefällt dieser Stuhl gar nicht. Er ist einfach viel zu provokant. In der Tat. Jemand sollte diesem Stuhl einen Pullover überziehen. Ein Pullover? Es ist doch nur ein Stuhl. Für einen derartigen Stuhl ist wirklich kein Platz in einer zivilisierten Gesellschaft. Ich werde mich niemals wieder auf einen so schrecklichen Stuhl setzen. Bilden wir einen wütenden Mob und zerstören wir diesen Stuhl. Leute, bitte! Es ist nur ein Gemälde und nicht das Ende der Welt! Habt ihr gehört? Das ist das Ende der Welt! Lasst schnell den Renaissance-Roboter frei! Ich hätte ins Robotergeschäft einsteigen sollen. Ich glaube, der Kunstclub ist nicht das Richtige. Ich weiß, du brauchst einen Club mit mehr Spannung, mehr Abenteuer. Sieh mal, der zukünftige Astronautenclub. Ein Astronaut? Astronaut, Astronaut, Astronaut. Houston, Astro Blossom ist gelandet. Over. Yay! Herzlichen Glückwunsch, Astro Blossom. Du bist der erste Mensch, der auf einem fremden Planet gelandet ist. Under. Ich glaube, man sagt am Ende over. Over. Over? Under. Nein, nicht under. Over. Over. Okay, ich verstehe. Over. Under. Okay, erkunden wir den Planeten. Bereit, R2B2? Bup, 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 bup. Was geht? Die Gesteinsproben auf diesem Planeten sind faszinierend. Allerdings, die fliegen gar nicht ins All, wenn ich dich damit bewerfe. Aber ich teste lieber weiter. R2B2, du sollst... Oh. Wer wagt es, unseren Planeten zu betreten? Sei gegrüßt, ich bin es, Astro Blossom, Repräsentantin der Erde. Ruhe! Wir beobachten euch Erdlinge schon seit einer Ewigkeit. Und ich will eine Sache von dir erfahren. Wie kriegst du nur dein Haar so glänzend? Also, wenn ich dein Haar bewerten müsste, dann würde ich ihm die Note 1 geben. Und jetzt, im Zeichen der intergalaktischen Freundschaft und vielleicht in Zukunft auch noch mehr, trinken wir die Limonade des Friedens. Limonade!